Wie und warum hatten Voldemort und Bellatrix Lestrange ein Kind zusammen? Das und vieles mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video geht es um Voldemort, Bellatrix, ihre ungewöhnliche Familiendynamik und ihre Tochter. Das ist richtig, ihr habt richtig gehört, ihre Tochter. Für denjenigen, der es nicht wusste, im verfluchten Kind wird enthüllt, dass Bellatrix und Voldemort zu einem bestimmten Zeitpunkt ein eigenes Kind gezeugt haben, Delphini. Das Interessante daran ist jedoch, dass dies tatsächlich während der ursprünglichen Harry Potter Geschichte geschehen ist, bevor Bellatrix durch Molly Weasleys Zauber ihr Schicksal erleidet. In diesem Video möchte ich das alles aufschlüsseln und erklären, wie es passiert ist, warum es passiert ist und wann es passiert ist. Bevor wir loslegen, ich weiß, dass das verfluchte Kind nicht gerade sehr beliebt ist. Es wird als die achte Geschichte vermarktet, eine Fortsetzung, die den Kindern der Figuren folgt, die in der Harry Potter Saga gezeigt werden. Die Geschehnisse in dem verfluchten Kind spielen 19 Jahre nach den Ereignissen in den Heiligtümern des Todes und folgen Harry Potter, der jetzt Leiter der Abteilung für magische Strafverfolgung im Zaubereiministerium ist, und seinem jüngsten Sohn Albus Potter, der gerade dabei ist, seine eigene Reise in Hogwarts anzutreten. Das verfluchte Kind wurde jedoch nicht verfilmt, sondern als zweiteiliges Theaterstück vorgestellt und nicht als Spielfilm. Das Theaterstück wird von Harry Potter Fans vor allem wegen seiner offensichtlichen Missachtung des traditionellen Harry Potter Kanons kritisch beäugt. Rowling hat selber zwar bekräftigt, dass das Stück als Teil des Kanons akzeptiert werden sollte, aber die meisten Fans sind damit nicht einverstanden. Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens wirft die Handlung unsere Vorstellung vom traditionellen Harry Potter-Universum über den Haufen. Die Vorstellung, dass Voldemort ein Kind haben könnte, obwohl er völlig emotionslos geboren wurde, ist nur ein Beispiel für etwas, das in das verfluchte Kind nicht gut bei den Fans ankam. Das nächste große Problem für die meisten Fans ist, dass Rowling das Stück nicht allein geschrieben hat. Und da andere Leute Einfluss darauf hatten, wie das Stück und die Geschichte ausfallen würde, scheint es unter den Fans allgemeiner Konsens zu sein, dass es nicht wirklich ein Kanon sein kann. Auf dem Titelblatt steht ganz klar zu lesen: basierend auf einer Originalgeschichte. Aber lassen wir uns für einen Moment auf die Version des Kanons ein, die durch das verfluchte Kind eingeführt wurde, und auf die absurde Vorstellung, dass Voldemort ohne Emotion und soziale Umgangsform möglichst ein Kind mit seiner rechten Hand und der in der Zaubererwelt ansässigen Bellatrix Lestrange zeugen konnte. Die Empfängnis von Delphini, Voldemorts und Bellatrix Tochter, fand irgendwann Mitte bis Ende der 1990er Jahre heimlich im Herrenhaus der Malfoys statt. Das bedeutet natürlich, dass ihre Geburt mit den Ereignissen der Originalbücher zusammenfiel. Wir hatten leider noch nie einen Hinweis darauf. Außerdem wurde Delphini, die in das verfluchte Kind auch Delphi genannt wird, die einzige bekannte lebende Erbin von Salazar Slytherin, nachdem Voldemort 1998 in der Schlacht von Hogwarts starb. Ihre Geburt wurde von ihren Eltern geheim gehalten, weil sie befürchteten, dass ihr berüchtigter Ruf sie in Gefahr bringen würde, insbesondere im Falle ihres Todes. Es ist nicht bekannt, wie ihre Beziehung zu ihren Eltern war oder was sie für sie empfanden, da beide starben, als sie noch ein Baby war. Aber sie hat dennoch viele Eigenschaften von beiden geerbt. Je älter sie wurde, desto grausamer, sadistischer, gewalttätiger, rücksichtsloser, obsessiver, manipulativer, gerissener, charismatischer und intelligenter wurde sie. Und die Liste ließe sich fortsetzen. Ihre kalkulierte, entschlossene und vor allem rücksichtslose Art führte dazu, dass sie schließlich einen Mord beging. Sie ermordete Craig Broker Jr., einen Mitschüler an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Die Tat brachte sie schnell ins Gefängnis von Azkaban und bewies, dass sie wirklich nach ihrer Mutter und ihrem Vater kam. Außerdem war sie jähzornig und verlor leicht die Kontrolle, wenn die Dinge schief liefen. Eine weitere Eigenschaft, die sie von ihrer Mutter und ihrem Vater geerbt hatte. Wir werden später noch einmal auf Delphis Geschichte zurückkommen, aber zunächst möchte ich mir die Gründe ansehen, warum Bellatrix und Voldemort überhaupt ein Kind wollten, geschweige denn wie. Schauen wir uns mal ihre Beweggründe an.
Bellatrix Lestrange war eine der meist gefürchtetsten Hexen in der Zaubererwelt. Ihr angsteinflößender Name und ihr blutrünstiger Ruf waren wohlverdient, und sie war dafür bekannt, dass sie viele Hexen und Zauberer ermordet und gefoltert hat. Doch abgesehen von diesem beeindruckenden Lebenslauf war Bellatrix Lestrange in erster Linie Voldemorts treueste Anhängerin, eine, die ihm bedingungslos und ohne etwas in Frage zu stellen folgte. Wenn Voldemort also ein Kind von Bellatrix gewollt hätte, wäre sie sicher mehr als bereit gewesen, ihm zu gehorchen. Er war ihr Meister und ich denke, es wäre eine Ehre für sie gewesen, ein Kind mit ihm zu zeugen, ob sie es nun wollte oder nicht. Voldemort hingegen ist ein bisschen komplizierter. Voldemort ist vielleicht der am meisten gefürchtete dunkle Zauberer aller Zeiten. So sehr gefürchtet, dass die meisten Zauberer Angst hatten, seinen Namen auszusprechen. Voldemort erlangte eine Macht, von der andere nur träumen können, und er war ein intelligenter, gerissener und manipulativer Mann, der auf dem Höhepunkt seiner Macht eine Schar von Anhängern um sich scharte. Obwohl er den Anschein erweckte, sich um seine Anhänger zu kümmern, war dies nicht der Fall, denn Voldemort kümmerte sich wirklich um niemanden. Er hatte keinerlei Verständnis für Empathie und benutzte die Menschen um ihn herum einfach nur, um sein Ziel der Macht schneller zu erreichen. Einer der Gründe für Voldemorts Unfähigkeit, Dinge wie Liebe zu empfinden, lag darin, dass er selbst ohne Liebe gezeugt wurde. Voldemorts Mutter benutzte einen Liebestrank für seinen Vater Tom Riddle Senior und zwang ihn so zu einer Beziehung mit ihr. Aus diesem Grund wurde Voldemort mit einem Fluch belegt, der es ihm unmöglich machte, selbst Liebe zu empfinden. Einige Leute haben Delphinis Geburt als Beweis für Voldemorts Fähigkeit, Liebe zu empfinden, angesehen. Aber ich denke, sie liegen damit völlig falsch. Ich glaube nicht, dass Voldemort sich um Bellatrix sorgte oder sie gar liebte. Er sah die Geburt einfach nur aus einer eher logischen Perspektive. Voldemort war arrogant und glaubte, dass er wahrscheinlich ewig leben könnte. Aber es schadet natürlich nicht, einen Ersatzplan zu haben, um die Linie von Salazar Slytherin fortzusetzen, falls er sterben sollte. Und wie könnte man einen Thronfolger für Slytherin besser sicherstellen als durch die Fortpflanzung mit seiner mächtigen rechten Hand? Das ist also meine Theorie, warum Voldemort einfach nur seine Blutlinie fortsetzen wollte, obwohl ihn das Gebären und Aufziehen eines Kindes überhaupt nicht interessierte. Der Gedanke, dass sein mächtiges Geschlecht ausstirbt, wäre für den dunklen Lord ein verhängnisvoller Gedanke gewesen. An dieser Stelle wird es allerdings ein wenig skandalös, denn Bellatrix Lestrange war keine Single-Frau. Delphinis Mutter war eine verheiratete Frau und nicht mit Voldemort. Richtig, Bellatrix Lestrange wurde als Bellatrix Black geboren und in die Familie Lestrange eingeheiratet, als sie Rodolphus Lestrange heiratete, einen Todesser-Kollegen und Diener von Lord Voldemort. Wusste Rodolphus von all dem? Ich denke schon, aber ich glaube nicht, dass er etwas dagegen hatte, denn die Beziehung von Bellatrix und Rodolphus war schon fast politisch. Sie waren beide Reinblüter, die aus übergeordneten Familien stammten und hauptsächlich aus diesem Grund zusammenkamen. Dass Bellatrix Aufmerksamkeit auf Voldemort gelenkt wurde, bedeutete nur, dass Rodolphus seinen Geschäften ohne weitere Ablenkung oder Verantwortlichkeiten nachgehen konnte. Dass Bellatrix auserwählt wurde, mit dem Dunklen Lord selbst Nachwuchs zu zeugen, war für ihn wahrscheinlich sogar eher eine Quelle des Stolzes. Er war in erster Linie ein Gefolgsmann von Lord Voldemort und erst in zweiter Linie ein Ehemann für Bellatrix. Nach der Schlacht von Hogwarts waren sowohl Voldemort als auch Bellatrix tot, aber Rodolphus überlebte und wurde anschließend nach Azkaban geschickt. Interessanterweise war es tatsächlich Rodolphus, Delphinis Stiefvater, der sie über ihr Erbe aufklärte, da es sonst niemanden gab, der dies hätte tun können. Das erklärt das Wie. Das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, lass es mich bitte gerne in den Kommentaren wissen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.